In der Welt von One Piece trägt Zoro gerade mit Enma ein besonderes Schwert, welches das enorme Potenzial von Zoro gezeigt hat. Vor allem der Reveal des Königshakis haben wir dem Enma zu verdanken. Aber wird Zoro das Schwert Enma behalten? Im heutigen Video gehen wir die Punkte durch, die durchaus dagegen sprechen. Also lehnt euch zurück, es wird sehr spannend. Los geht's. Es ist kein großes Geheimnis, dass das Schwert Enma, das einst Oden gehörte, was er an Hiyori vermacht hat, dass dieses Schwert ein unglaublich besonderes Schwert ist und für Zoro dementsprechend auch ein krasses Power-Up darbietet. Hier, als wir dieses Enma das erste Mal wirklich in Aktion gesehen hatten, dort war die Community gespalten. Ich rede nämlich hier von dem Top-Fight auf dem Kopf oder auf dem Schädel von Onigashima, nämlich Rooftop One Piece, und dort war natürlich die Community sehr, sehr gehypt. Natürlich war es unglaublich nice und heftig, wie Zoro mit diesem Schwert agieren konnte. Aber dieses Odin-Schwert, ja, das ist halt einfach viel, viel krasser. Und dieses Schwert haben wir vorgestellt bekommen als eines, das einfach viel mehr schneidet, als man ursprünglich möchte. Dass dieses Schwert unglaublich schwierig ist zu kontrollieren. Und dass dieses Schwert das Haki eines Nutzers einfach rauszieht. Und somit hatten wir dann auch endlich den Reveal oder die Bestätigung des Königshakis von Zoro, als er nämlich Kaido attackiert hatte. Und durch diese Funktion des Enmas, die ja so der Advanced Königshaki oder Advanced Rüstungshaki Technik wie Ruffy ähnelt, ja, indem dieses Enma das Haki von Zoro rauszieht aus seinem Körper, unbewusst oder bewusst, hat man hier natürlich die Tatsache, dass Zoros unerwecktes Königshaki hier natürlich zum Vorschein gekommen ist. Somit hat man auch die Bestätigung und dementsprechend ein unglaubliches Power-Up für Zoro, und das bietet alles dieses Schwert. Naja, nun, nach diesen ganzen Erfolgen mit diesem Schwert wäre es natürlich unglaublich traurig, dass Zoro dieses Schwert nicht mehr haben würde, aber es gibt einige Punkte, die durchaus dafür sprechen, dass Zoro das Enma nicht mitnimmt. Gehen wir zum ersten Punkt. Enma hat in Kapitel 1032 gezeigt, dass Zoro dieses Schwert eben nicht ganz unter Kontrolle hat. Das war ja ein sehr großes Thema, als Zoro die Schwert bekam, wo Zoro anfangs noch Schwierigkeiten hatte, dieses Schwert zu kontrollieren. Schien es so, als hätte Zoro es nach einigen Tagen wirklich geschafft, dieses Schwert zu kontrollieren, aber das wurde jetzt in diesem aktuellen Kapitel gezeigt. Nein, ist eben nicht so. Zoro hat das Schwert nicht unter Kontrolle und das Schwert hat sich einfach relativ ruhig verhalten. Und wenn wir hier direkt zum nächsten Punkt gehen, das Schwert Enma gehört Hiyori, ja, und Hiyori hat ja dieses Schwert von ihrem Vater, also Oden Kozuki, geerbt, und hier hat man eine sehr interessante Parallele zu Zoro, denn Zoro hatte einst ebenfalls mal ein Schwert geerbt, nämlich das von Kuina. Es ist ja das Wado Ichimonji, und ich denke, Zoro, gerade weil er dieselbige Erfahrung gemacht hat, er versteht diesen Wert von diesem Schwert, ja, er weiß ganz genau, wie viel das Enma Hiyori bedeutet, gerade weil es ja von ihrem eigenen Vater stammt, und halt einfach die Mischung, dass Zoro die gleiche Erfahrung mit diesem Schwerterben gemacht hat, macht das Ganze für mich noch wahrscheinlicher. Ein weiterer Punkt ist, Zoro dürfte in dem Enma keinen wirklichen Progress sehen. Das Enma, und hier hätten wir eine super gute Parallele zu Sanji, hat in Zoro einfach nur sein Potenzial erweckt, und dieses Potenzial will Zoro doch lieber eigenständig fördern. Allein das mit dem Königshaki ist schon mal so eine Sache, und natürlich, dass Zoro schon mal das Gefühl gehabt hat, wie dieses Advanced Königshaki oder eventuell auch dieses Advanced Rüstungshaki, wie dieses System funktioniert, dass das Schwert vom eigenen Haki wirklich umgeben ist, ja, dass das normale Haki wirklich nur diese Unterstufe ist, und dieses Potenzial hat Zoro erfahren, und dieses Potenzial greift Zoro somit auf, denn Enma ist am Ende des Tages irgendwo so ein Power-Up for free gewesen, wie zum Beispiel bei Sanji der Raid-Suit, ja, der Raid-Suit hat bei Sanji auch dafür gesorgt, dass Sanjis komplettes Potenzial hier entfacht wird und dass Sanji dieses Potenzial selber greifen kann, und hier haben wir eine sehr gute Parallele zu Zoro, sodass man am Ende des Tages sagen kann, okay, Sanji hat sein Raid-Suit zerstört, weil er sein Potenzial so mitnimmt, und Zoro gibt das Enma wieder ab, weil das Enma das Potenzial in Zoro geweckt hat. Naja, wie ich eben schon erwähnt hatte, das Enma gehört Hiyori Kozuki. Sie hat es von ihrem Vater Oden Kozuki geerbt, genau wie Zoro das Schwert von Kuina, und da Zoro ja diesen Wert kennt, ja, oder diese wichtige Hintergrundgeschichte bzw. den emotionalen Wert kennt, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Zoro aus diesem Grund alleine schon das Enma nicht wirklich an sich nehmen kann. Des Weiteren folgen die Schwerter in der One Piece Welt einem bestimmten Szenario, zumindest seltene und starke Schwerter. Diese suchen sich ihren Besitzer aus. Das haben wir schon damals im East Blue in Locktown erfahren, dass die Schwerter sich gewisserweise ihre eigenen
eigenen Besitzer aussuchen. Somit hat der Zorro damals den sehr, sehr mutigen Versuch gewagt, dieses Schwert, also sein Kitetsu, hochzuwerfen und dann seinen Arm auszustrecken, um mal zu gucken, okay, will das Schwert mich oder will das Schwert mich nicht? Bin ich dementsprechend verflucht oder nicht? Und dann hat Zoro ja quasi dieses Kitetsu unterwürfig gemacht, beziehungsweise das Kitetsu hat Zoro quasi als Schwertmeister akzeptiert, indem er ihn nicht verflucht hat. Nun, wenn wir dieses Prinzip wieder auf die aktuellen Geschehnisse anwenden, dann sieht man, okay, das Enma möchte eventuell gar nicht im Besitz von Zoro sein, denn das Enma hat auf Hiyoris Musik reagiert oder generell auf Hiyoris Anwesen, weil sie vermutlich nicht allzu weit von Zoro entfernt ist. Jedenfalls hat das Enma klar und deutlich gezeigt, dass Zoro nicht die Kontrolle über dieses Schwert hat und dass Enma eventuell andere Interessen hat, beziehungsweise einen anderen Besitzer, beziehungsweise in diesem Fall eine andere Besitzerin. Naja, aber wenn Enma Hiyori auserwählt hat, ja, was passiert dann? Was könnte man dann jetzt tun? Was für eine Möglichkeit hatten wir? Und Oda ist natürlich ein Fuchs. Wenn er es wirklich so macht, dann hat er da dementsprechend natürlich auch schon vorgesorgt, denn auf Wano Kuni existiert ein Schwert, das schon seit Anbeginn des Arcs die Aufmerksamkeit von Zoro bekommen hat, seitdem er es das erste Mal gesehen hat. Wir wissen ja, Zoro besitzt ja aktuell das Kitetsu der dritten Generation. Das hat er damals auch im East Blue bekommen. In Lockdown, in diesem Schwertshop, hat er das bekommen. Und wir haben jetzt auf Wano Kuni ein weiteres Kitetsu, nämlich das Kitetsu der zweiten Generation. Das war dieses Kitetsu, was genauso wie das Kitetsu der dritten Generation von Tengu Yame Hitetsu geschmiedet wurde. Ja, das Kitetsu, was sich Ruffy damals ausgeliehen hatte. Und Zoro war ja, als er dieses Schwert das erste Mal gesehen hat, sehr beeindruckt oder sehr interessiert an diesem Schwert. Und Zoro wollte ja unbedingt dieses Schwert immer in den Händen halten. Ja, er wollte es immer mal haben und hat Ruffy immer mal wieder gebeten, ey, gib mir das Schwert mal, zeig mir das mal. Aber Oda hat dies nie wirklich zugelassen. Das Ganze hat Oda dann über Comedy-Aspekte überspielt oder so halt nicht zugelassen, dass Ruffy so mit seiner Naivität einfach mit dem Kopf durch die Wand geht und auf keinen hört oder so. Ja, Zoro wollte aber dieses Schwert unbedingt mal in den Händen halten, mal ausprobieren, dieses Schwert. Und dieses Schwert steht dementsprechend natürlich noch frei, ja. Das würde ja im Umkehrschluss einfach bedeuten, Zoro könnte das Kitetsu der zweiten Generation als Ersatz nehmen und mit diesem Schwert dann schlussendlich sein Potenzial, was das Enma geweckt hat, hier dementsprechend weiter fördern und dann auch voll umsetzen. So könnte man dann meinen, okay, Zoro hätte das Kitetsu der dritten Generation, dann bekommt er das der zweiten Generation und das Kitetsu der ersten Generation, das ist ja sehr, sehr hoch im Kurs von der Wahrscheinlichkeit, dass es einer der fünf Weisen besitzt, nämlich dieser Samurai mit der Glatze, denn ich meine, das war der Griff, der ziemlich ähnlich aussieht oder halt so aussieht wie die Kitetsus an für sich, ja, und dass das eventuell das nächste Schwert sein könnte, was Zoro dann vielleicht im Nachhinein bekommen würde. Jedenfalls sind die Kitetsus verflucht, das haben wir damals im East Blue schon gehört, beziehungsweise gesagt bekommen, sodass man eventuell mit dem Kitetsu der zweiten Generation nochmal ein weiteres Power-Up bekommt. Wir haben ja hier einmal Ashura und eventuell kommt er dann noch etwas anderes. Ich persönlich fände das ganz cool. Auf der einen Seite wäre natürlich jetzt einfach das Behalten des Enmas irgendwie komisch, weil das Schwert ja Hiyori gehört und es hat einen sehr heftigen emotionalen Wert für Hiyori. Es wäre halt irgendwie komisch. Ja, das Enma wirkt halt wieder so, wie der Raid-Suit quasi. Ein krasses Power-Up, was halt irgendwie, ja, irgendwie geschenkt wirkt. Und damals war die Community sehr, sehr gespalten. Deswegen, was ich natürlich durchaus nachvollziehen kann. Aber wie beim Raid-Suit, der jetzt zerstört wurde von Sanji, so hat man hier bei Enma die Möglichkeit, das Potenzial einfach mitzunehmen. Zoro hat die Erfahrung mit diesem Schwert gemacht, sodass er dieses Schwert im Nachhinein wirklich abgibt. Natürlich kann Zoro mit Enma jetzt noch kämpfen, an für sich dann mit diesem Schwert noch einiges lernen, ja, das Potenzial noch mal ein bisschen weiter fördern und so weiter, King besiegen und erst am Ende des Arcs gibt er das vielleicht wieder zurück, ja, das wäre natürlich auch vollkommen möglich, aber ich persönlich muss sagen, diese Punkte, die sprechen halt einfach dafür, dass Zoro dieses Schwert abgibt. Ich muss sagen, wenn ich mir die Punkte so anschaue, wäre es ein bisschen weird oder ein bisschen, es hätte einen faden Beigeschmack, wenn Zoro das Enma einfach behalten würde, ja, und Hiyori dann das Schwert von ihrem Vater nicht bekommen würde, gerade weil Zoro ja, wie schon erwähnt, dieselbe Erfahrung gemacht hat mit dem Erben eines Schwertes, mit dem Wado Ichimonji von Kuina. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass Zoro so, ich sag jetzt mal, in dieser Hinsicht egoistisch wäre, dass er das Enma für sich behalten würde. Gerade weil er es mit dem Shusui getauscht hat, ja, es ist, glaube ich, so eine Ehrensache. Ich denke, wenn er das Kitetsu der zweiten Generation bekommt, ist Zoro dementsprechend auch zufrieden und ich denke, das ist so ein Punkt, den kann man so gut
umsetzen. So Leute, das war es von dem heutigen Video zum Thema Enmar, warum Zoro das abgeben wird, beziehungsweise warum es sehr wahrscheinlich ist, dass er das Enmar verliert dementsprechend und dann ein neues Schwert als Ersatz bekommt, Leute. Schreibt mir mal eure Meinung zu diesem Thema gerne in die Kommentare. Was sagt ihr zu den einzelnen Punkten? Findet ihr das solid oder sagt ihr, nee, er wird das Schwert auf jeden Fall behalten? Ich bin mal gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls euch das Video gefallen hat, würde mich sehr freuen und natürlich auch ein Abo hier auf dem Kanal, dann halte ich euch stets auf dem Laufenden, was One Piece angeht. Ich wünsche euch dann noch was. Bleibt mir auf jeden Fall gesund, meine Freunde. Macht es gut. Wir hören uns dann in den nächsten Tagen wieder. Haut rein. Ciao und tschüss.